nicht irgendwie großartig geplant reinzuswappen oder sowas. Oh, da haben wir jetzt auf jeden Fall 3 Kills. Moin Leute, Sakuta auf ganz entspannter Basis am Start. Ich zeige euch heute, wie ihr jede MP auf ein neues Level bringt mit dieser Einstellung. Heißt, ihr könnt jede MP so individuell für euch gestalten, dass sie auf jeden Fall gut ist und für den Nahkampf am besten geeignet ist. Ohne zu zielen, ohne gar nichts. Also ihr müsst einfach nur schießen, ihr könnt aus der Hüfte jeden Gegner damit holen. Außerdem zeige ich euch noch ein Klass-Setup von der VAL46 und von der P90. Also von der MP7 und von der P90. Viel Spaß mit dem Video und bleibt bis zum Ende dran, weil da ich habe ein neues Outro und ich würde gerne wissen, wie ihr das findet. So Leute, jetzt gehen wir mal direkt zu den Waffen rein. Ich gehe jetzt erstmal in den Schießstand rein, wir fangen an mit der P90. Also, wenn ich jetzt stehen bleibe und er auch stehen bleibt, 50% Präzision. Das ist auf jeden Fall echt heftig, mehr als die Hälfte getroffen, ohne dass ich überhaupt ins Visier gegangen bin. Aus der Entfernung, also aus der Low Range. Dann zweite Person, nur noch um die Hälfte, naja nicht die Hälfte, wir haben immer noch knapp 40%, das ist auch was Heftiges. Jetzt während dem Gehen, ihr seht, der Blumen wird größer, also das Fadenkreuz erhöht sich. Und auch während dem Gehen, wir treffen relativ gute Schüsse. Wir haben mit einem Magazin 2 Gegner geholt, einen aus Low Range, einen aus Middle Range. Dann wechseln wir jetzt mal zu MP7, meiner Meinung nach die bessere Klasse. Da ich jetzt hier gewechselt habe, sieht man glaube ich die Präzision nicht. Ah doch, jetzt. Wenn ich stehen bleibe, ist das jetzt so, dass wir 55,50% haben. Das ist glaube ich mehr als bei der P90 gerade eben. Dann auf Midrange haben wir nur noch 30%. Bei der P90 war es ja besser, aber jetzt seht ihr das auch noch, wenn man rumgeht. Da habe ich jetzt auch wieder 30%. Bei dem auch 31%. Es war sogar besser auf der Midrange, das muss schon was heißen. Meiner Meinung nach ist die MP7 auf jeden Fall die bessere Waffe. Ihr könnt jetzt selber für euch entscheiden, was ihr besser findet, aber für mich ist es auf jeden Fall die MP7. So Leute, jetzt sind wir in-game angekommen. Ich teste jetzt erstmal die MP7 aus. Wir zocken jetzt einfach mal die Runde ganz spontan. Ich habe da jetzt nicht irgendwie großartig geplant reinzuswappen oder sowas. Oh, da haben wir jetzt auf jeden Fall 3 Kills. Den vierten haben wir auch noch und wir wurden von hinten geholt. Das war auf jeden Fall die MP7. Die ist fucking nice. Oh, aua. Shipment ist relativ scheiße zum Zocken. Also wirklich, es ist nur gut zum Leveln. Das seht ihr auch, glaube ich, absolut. Alles explodiert, überall nur Pumps, Leute mit Schildern, Leute mit irgendwelchen Laser, mit Double-Pistole. Wer auch immer auf so eine Kacke gekommen ist, dass das auf einmal die Meta ist, ich kapiere es nicht. Und ich hoffe, der Typ, der das in die Meta gebracht hat, kommt auf jeden Fall in die Hölle. Nur noch gestunt, geblendet, explodiert, alles. Es ist wirklich schlimm. Wirklich, ich freue mich einfach nur wieder, wenn Shooters 24/7 reinkommt. Das ist der einzige spielbare Modus in dem Scheiß-Game. Und jetzt kommen wir auch mal zur P90. Ich denke, ihr habt schon einen guten Einblick bekommen in die MP7. Und auf jeden Fall, die Waffen sind echt fucking gut. Also, ich bin damit... Oh mein Gott, ich dachte, es wäre ein Gegner. Ich bin damit auch auf jeden Fall schon auf Streaks gegangen. Mit der P90 bin ich, glaube ich, auf eine 15er Streak gegangen. Mit der MP7 habe ich sogar eine 21er Streak gespielt. Dann wurde ich aber gemessert von hinten und dann habe ich geweint. Aber... Das soll ja nicht wirklich das Thema sein. Ah, ich werde nur gestunt. Oh, scheiße. Auf jeden Fall, was ich euch noch sagen wollte, ist, ihr könnt ja gerne mal Kommentare reinschreiben. Erstens, wie ihr mein Outro findet. Zweitens, was ihr für eine Klasse zockt. Also, welche MP. Ihr könnt ja mal die Fennec ausprobieren. Vielleicht habt ihr da ja ein krasses Setup. Könnt ihr mir ja auch mal in die Kommentare schreiben. Dann werde ich das auch auf jeden Fall mal ausprobieren. Und ihr könnt die Waffen auf jeden Fall auch in Warzone probieren. Ob die gut sind, habe ich jetzt noch nicht getestet, aber ich denke, es ist auf jeden Fall ein Versuch wert. Wenn ihr da eine gute AR und dann als Zweitwaffe so eine MP mit gut aus der Hüfte und so, das wird auf jeden Fall echt ballern. Oh. Aber eigentlich ist es ja eher eine Mehrspielerklasse, aber ihr könnt es ja mal tryen. Warum denn auch nicht? Diese Lobbys sind gerade echt hart schlimm. Mann, die haben einen Helikopter, ich werde nur geholt von Pumps und keine Ahnung was. Ich hasse die Scheiß-Game. Scheiß-Shipment. Warum, den habe ich. Mann! So, jetzt hau ich den mit der MP7 noch aufs Maul. Und dann wird aber ganz schnell geragequittet. Weil den Scheiß gebe ich mir nicht mehr länger. Ich hoffe wirklich, dass Shootouts bald kommt. Ich halte das nicht mehr aus. Oh Mann. Ihr seht aber auf jeden Fall, dass ich echt gute Schüsse treffe. Und man kann die auch auf jeden Fall aus dem Hacklitz holen. Das ist auf jeden Fall auch möglich. Und alles ist voller Rauch. Alles brennt. Alles, keine Ahnung. Heute hat bei uns auch irgendwie die Schule gebrannt. Wieso auch immer. Ups. Genau wegen solchen Momenten habe ich eigentlich eine Pump dabei. Mann! So Leute, jetzt sind wir im Klassen-Editor angekommen. Ich zeige euch jetzt mal die Klasse. Wir gehen direkt mal rein hier zu der P90. Also, was ich bei beiden Klassen auf jeden Fall drin habe, ist das Zweitwaffe, die Pump. Habe ich ja, glaube ich, vorhin schon gesagt. Das ist einfach nur, falls meine Munition leer geht und ich zocke auf Shipment. Dann habe ich halt einfach was, womit ich schnell jemanden wegklatschen kann. Dann Betäubungsgranate benutze ich eigentlich nicht. Ich habe da einfach irgendwas reingepackt.
Splittergranate. Wichtiges Ding, habe ich auf jeden Fall immer dabei, ist meine Lieblingsgranate. Ihr könnt aber auch selber entscheiden, was ihr da mögt. Also ist auf jeden Fall individuell anpassbar. Bei den Perks ist auch, könnt ihr selber entscheiden, was ihr mögt. Ich habe da jetzt aber nur Hardliner, nicht Hardliner. Wegen Zusammenfliegen und Plünderer habe ich das Ganze drin und halt Overkill, damit du halt keine Pistole als Zweitwaffe hast. Plünderer deswegen, damit du Munition immer wieder hast und Zusammenfliegen, das ist halt, wenn du angeschossen wirst, brauchst du normalerweise ein bisschen Zeit, bis du wieder regenerierst, aber mit dem Perk heilst du dich direkt. Also wenn du jetzt einen Gegner umbringst, dann heilst du dich sofort. Muss zwar irgendwie hier im Spiel verdienen, also musst irgendwie, ich glaube, ein paar Kills machen oder so und dann hast du es. Aber ist auf jeden Fall ein Baba-Perk, was du mitnehmen kannst. Dann Feldaufrüstung. Da habe ich jetzt Kampfhut drin. Könnt ihr auch natürlich selber entscheiden, was ihr wollt. Ich würde euch empfehlen, Kampfhut, Totenstille, Munitionskiste, irgendwie sowas. Packt auf jeden Fall was Gescheites ein. Nicht irgendwie jetzt eine mobile Deckung oder so, weil dann könnt ihr euch direkt verpissen. Dann kommen wir jetzt zu P90. Bei der P90 habe ich dabei einen Unterlauf, und zwar Ruhenkriegergriff. Warum habe ich den dabei? Den schaltet ihr bei der MP7 frei, dann müsst ihr das irgendwie ein bisschen leveln. Ich erkläre dann bei der MP7, wieso genau den Unterlauf. Jetzt kommen wir direkt zur Mündung. Bei der Mündung habe ich XTN RR40. Warum habe ich den drin? Geräuschdämpfer ist nicht ein Muss, ist aber auf jeden Fall gut, wenn es auch dabei ist. Geschossgeschwindigkeit ist auf jeden Fall wichtig, damit ihr mehr Schaden macht. Also ich denke erstmal klar, dass wenn ihr schneller schießt, dass ihr auch mehr Schaden macht. Dann effektive Reichweite, ganz wichtig bei MPs. Vor allem jetzt hier bei Mehrspieler und so. Bei Warzone ist es auf jeden Fall noch ein Stück wichtiger, aber bei Mehrspieler schadet es auf jeden Fall auch nicht. Dann Rückschussdämpfung, ihr müsst wirklich auf Rückschuss achten. ZV-Geschwindigkeit wird zwar jetzt benachteiligt, Zielstabilität, aber Zielstabilität ist ja natürlich nur im Aim. Und ZV-Geschwindigkeit, das braucht ihr ja nicht, weil er sowieso nicht ins Scope geht mit der Einstellung. Dann kommen wir zum Lauf. Bei dem Lauf habe ich den 17 Corvus Pro Range. Und wieso habe ich den drin? Erstens wieder Geschossgeschwindigkeit, effektive Reichweite, Rückstoßkontrolle und Präzision bei Feuern aus der Hüfte. Ihr könnt das jetzt bei jeder MP anders einstellen. Schaut einfach drauf, dass die Geschossgeschwindigkeit wegen Schaden, effektive Reichweite ist auch ganz gut, würde ich auf jeden Fall immer einpacken. Aber das Wichtigste ist eigentlich nur Rückstoßkontrolle, Präzision beim Feuern aus der Hüfte und Rückstoß aus der Hüfte. Das sind die wichtigsten Dinge, auf die ihr achten müsst. ZV-Geschwindigkeit, da könnt ihr drauf scheißen. Wie gesagt, packt Overkill rein, packt eine gute Zweitwaffe rein. Da hat sich das auch ganz erledigt. So, dann kommen wir jetzt zum Laser. Da habe ich jetzt den Hipshot L20. Da, wie gesagt, Präzision und Rückstoßkontrolle beim Feuern aus der Hüfte. Ihr könnt aber auch, wenn ihr da nach hinten geht, ihr seht hier zwei verschiedene. Die haben beide dieselben Vorteile, aber ihr müsst beachten, bei dem einen ist mehr Präzision, das seht ihr da links bei den Balken, und bei dem einen ist mehr Rückstoß. Da müsst ihr für euch schauen, was für euch am besten ist, ob ihr mehr Präzision oder mehr Rückstoß haben wollt. Dann kommen wir zum Griff. Beim Griff habe ich den Stip 40er Griff. Wieso? Wegen der Rückstoßkontrolle. Zielstabilität geht runter, aber ist ja nur im Scope, soweit ich weiß, also von dem her ist es ja eigentlich egal. So, das war's dann mit der P90, die habe ich auch schon auf Gold, da habe ich einfach nur ganz normal gezockt, ich weiß auch nicht, wie ich das geschafft habe. Irgendwann war die einfach auf Gold, ich weiß auch nicht, wieso die das so ein MW2 haben, das ist einfach irgendwie, es hat einfach irgendwie keinen Sinn mehr, die Waffen auf Gold zu spielen, was halt einfach kein Grind mehr ist und ich finde das ehrlich gesagt schade. Dann kommen wir jetzt zu der MP7. Bei der MP7 habe ich natürlich dieselbe Klasse. Was ich da halt noch geändert habe, ist halt die Primärwaffe und da die Perks. Da habe ich jetzt wieder den Puhn Kriegergriff. Da müsst ihr, glaube ich, irgendwie Level 16 sein, dann habt ihr ihn freigeschaltet. Da bekommt ihr jetzt Präzision beim Feuern aus der Hüfte, Rückstoßkontrolle. Ihr wisst, wie das Ganze läuft. Zielstabilität beim Laufen, Rückstoßstabilität. Schaut immer darauf, Präzision, Rückstoßkontrolle aus der Hüfte. Das ist wirklich das Wichtigste. Geschossgeschwindigkeit, Reichweite ist auf jeden Fall auch noch wichtig. Da hatte ich jetzt kurze Versprecher. Bei Mündung. Singard MKV. Da ist jetzt wieder Geräuschdämpfer, Geschossgeschwindigkeit, effektive Reichweite, Rückschussdämpfung. ZV-Geschwindigkeit wird meistens überall weniger, aber es ist ja wieder ein Ausgleich, indem man mit Overkill eine gute Waffe einpackt. Also von dem her ist es ja egal. Dann geht hier zu Lauf. Bei Lauf habe ich den Lachmann Dart 165mm. Dann Laser. Hipshot L20. Ihr könnt die Sachen durchlesen, das ist meistens immer wieder dasselbe. Was ich euch auch noch empfehlen würde, ist, einen Schaft mitzunehmen. Und zwar den VEL A568 eingefahren. Da bekommt ihr noch dazu Nachsprint-Schusstempo. Das ist, wie schnell ihr wieder zum Schießen kommt. Also wie lange das vom Sprinten bis zum Schießen dauert. Dann auch noch Rückschusskontrolle beim Feuern aus der Hüfte. Überall immer wieder dasselbe. Das könnt ihr natürlich jetzt bei jeder Waffe anpassen und dann könnt ihr jede Waffe so gestalten, dass sie aus der Hüfte einfach gut ist. Und das ist zurzeit echt mega gut. Also ich würde euch echt empfehlen, nutzt das aus. Es ist wieder eine Art MP-Meter. Feiere ich auf jeden Fall.
Pump ist nicht so meins, Double Pistol und was das alles für eine Scheiße ist, fühle ich jetzt gar nicht. Ich bin wieder froh, dass es wirklich eine gute MP gibt, die du zocken kannst, die du grinden kannst, womit du auch einen echt guten Vorteil hast, weil ich meine, du musst nicht in Scope gehen, du kannst schneller schießen, du kannst besser reagieren. Und jetzt stell dir vor, du rennst nicht, sondern du gehst einfach und aimst einfach so. Also nicht im Scope, einfach nur mit dem Mauszeiger. Ohne Witz, ich spiele wirklich lieber gegen MP-Spieler, die mich wegaimen, anstatt gegen irgendwelche mit Schilder, Pump, in der Ecke campen. Hauptsache campt nicht. Rennt einfach rum, genießt dieses Spiel. Ihr habt dafür 70 Euro oder 60 Euro gezahlt oder shared es von irgendjemandem. Und lauft einfach rum, ihr habt Beine. Und jetzt viel Spaß mit dem Intro. Schreibt mir in die Kommentare, lasst ein Abo da. Lasst ein Like da, viel Spaß beim nächsten Video.